Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, wir sind letztes Mal in Venedig stehen geblieben und ich glaube auch fast mit demselben Screen, denn da auch kam die Meldung noch zum Schluss, dass in der Villa jetzt so viel Geld übrig wäre. Wir nehmen mal gerade hier das Plakat ab. Ein bisschen unbekannter werden. Ja, und dann gucken wir mal. Wir sollten ja beim letzten Mal uns nochmal bei dem Doktor hier melden. Das machen wir jetzt. Avanti. Ezio. Prego. Kann ich euch etwas anbieten? Biscotti und Kaffee. Was ist Kaffee? Ein interessantes Gebräu, das ich von einem türkischen Händler habe. Hier, kostet doch mal. Etwas bitter, wenn ihr mich fragt. Irgendwas fehlt da noch. Ich weiß nicht, habt ihr es mal mit Zucker probiert? Oder Milch? Ich schätze, es ist eher etwas für Kenner. Aber genug davon. Wo waren wir? Der Fehlschlag am Palazzo wirft uns zurück. Davon müssen wir uns erst erholen. Sicher wird Emilio die Zeit nutzen, seine Verteidigung zu stärken und die Unterdrückung des Bezirks fortsetzen. Wir haben nicht dieselben Motive, aber wir haben dasselbe Ziel. Sammeln wir unsere Kräfte und versuchen es erneut. Übereilte Taten bringen nur weitere Verluste. Nein, wir müssen abwarten und neue Pläne schmieden. Ich kann nicht untätig herumsitzen und warten. Nun, das müsst ihr nicht. Arbeitet mit uns. Meine Männer rappeln sich bereits wieder auf. Geht zu ihnen. Sie werden euch beschäftigen. Je eher ihr ihnen helft, desto eher können wir zuschlagen. Molto bene, Messere. Akzeptiert. Eine weise Entscheidung. Ja, und damit arbeiten wir jetzt mit der Diebesgilde zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben jetzt eine ganze Menge Hauptaufgaben hier. Aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal da hinten den Aussichtspunkt, damit wir die Karte wieder ein bisschen besser im Blick haben. Gucken wir mal, ob wir das gerade hinkriegen. Seid mir nicht böse, wenn ich eventuell die Folge heute ein bisschen kürzer mache. Das nehmen wir mit. Aber es ist mal wieder... Es wird immer leichter, sich in Abstergos Mainframe zu hacken. Es scheint fast, als wüsste ich, nach welchen Daten ich suchen muss, als hätte ich es schon erlebt. Okay. Ja, es ist mal wieder unglaublich heiß und naja. Schauen wir mal. Was? Da, natürlich. Ja, es ist mal wieder relativ heiß und ich möchte ganz normal aufnehmen. Ich habe auch einen Ventilator laufen. Ich hoffe, man hört den nicht, aber ich denke, die 20 Minuten machen wir auf jeden Fall. Ich werde nur nicht überziehen oder so. Führt die Jugend zu ihrem Ende. Mitglieder der zweiten rücken unter dem Mitglieder der zweiten Infanterie rücken Infanteriedivision rücken unter MG-Beschuss in die Außenbezirke von Brest, Frankreich vor 1944. So, und die führt die Jugend. Die Jugend. Wo haben wir denn hier irgendwo Jugend? Oder wo ist irgendwas Auffälliges, was damit zu tun haben könnte? Kann ich das unendlich oft versuchen? Ich glaube schon, ne? Ah ja. Da war's. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch verkackt an der Stelle. Ich weiß es nicht. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen die Augen aus. Unionstruppen in Formation auf bevor Süd Carolina. Die Flammen aus seinem Schlund stechen ihnen den die Augen aus. Die Flammen aus seinem Schlund. Ah, da ist das Fragment. Alles klar. Wir müssen quasi immer das Bild im Bild finden quasi.
Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Die erste Abbildung einer Schusswaffe, 900. Dieses Monster. Okay, wir gehen einfach mal systematisch hier alles durch, ob man da irgendwas sieht. Das müsste ja dann auch wieder irgendwas besonders Auffälliges sein. Da nicht. Okay. B2. Okay, wir können also eigentlich wirklich nur hier durchgehen, weil wir da was anderes sehen. Teilweise. Da. Nicht? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, das wär's. Das zählt auch tatsächlich gar nicht dazu. Gewesens können wir es nicht versauen, das ist gut zu wissen. Das vielleicht? Nö. Vielleicht können wir das auch noch nicht lösen. Der gute Justin hatte mir ja gesagt, dass die Rätsel nicht immer lösbar seien, wenn man noch nicht reif genug wäre, beziehungsweise noch nicht genug Synchronisation hat wahrscheinlich. Vielleicht hängt das damit zusammen, weil das hier sieht mir ja danach aus, als dass er das nicht lesen kann oder ähnliches. Oder als ob er irgendwas davon nicht identifizieren kann, nicht entziffern kann. Ich kann jetzt einfach mal hier at random durchgehen, aber das bringt uns ja nicht weiter. Ich würde sagen, dass wir uns dann da nochmal ein anderes Mal dran geben. Wahrscheinlich sind wir dafür einfach noch nicht weit genug. Gut! Aber wir wollten ja eigentlich... Oh mein Gott, jetzt haben wir schon wieder so viel Zeit eigentlich schon weg. Ja, wir wollten eigentlich genau mal einmal da hoch, bevor wir dann vielleicht noch einen Auftrag annehmen. Also einen Auftrag nehmen wir auf jeden Fall an, aber ich glaube fast, es sieht schon wieder danach aus, als dass wir schon wieder, also dass ich wieder überziehe für euch. Schlimm, wenn man das eigentlich gar nicht will. Aber ich meine, gut, nach einem 40 Minuten Vlog, da haut euch wahrscheinlich sowieso nichts mehr vom Hocker und sagen wir mal so. Nach den 40 Minuten Vlog ist meine Watchtime sowieso wahrscheinlich ziemlich im Argen. Denn, ich glaube nicht, dass der Großteil der Leute sich das tatsächlich, wenn sie das denn finden, bis zum Ende auch angucken. Gut, dann gehen wir hier mal rein und sprechen mal erstmal mit ihr. Salute, Rosa. Ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Charme. Aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also? Was führt euch zu mir? Ich habe gehofft, ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern lernen wie ihr. Oh. Va bene, das kann ich tun. Nun, ich nicht, aber Franco kann. Franco, beweg deinen Hintern! Zeig Ezio, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen, wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Affen machen alles nach. Die Technik Klettersprung von Rosa lernen. Natürlich. Zur Spitze des Gerüsts gelangen. Springt, Ezio! So, aber wir müssen dann halt auch festhalten. Ah, okay. Okay.
Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Hab ich doch schon. Das war einfach. So, wie war ich? Es gibt bessere. Ah, ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stellen wir euer Können auf die Probe. Ich bin ganz Ohr. Trefft mich vor der Frari-Kirche. Ja, das war's schon. Das nenne ich mal eine kurze Mission. Aber ich glaube, das ist hierbei jetzt im Moment erstmal normal. Wir sollen sie jetzt vor einer Kirche treffen. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg in die Richtung. Weil das sieht mir nach den kürzeren Missionen aus. Wenn ich jetzt wieder zum Dock reingehe. Lass mich raten. Gebiet nicht verfügbar. Das ist gut. Also eigentlich nicht. Weil dann ist ja jetzt die Frage, ob wir da überhaupt hinkommen, wo wir hinwollen. Achso, da oben hängt mal wieder so ein Gesuchsbrief von uns. So, schauen wir mal, ob wir zu den beiden Ausrufezeichen da vorne kommen, weil einer davon muss auf jeden Fall diese Kirche sein. Das hier ist ja die Kirche, oder? Wette, ich habe jetzt einfach den falschen oder den blöderen Weg gewählt, aber nee, das sieht gut aus. Zumindest hier rechts. Nein. Zumindest hier rechts sieht es doch noch aus, als dass da jemand ist, mit dem wir reden können. Und vielleicht ist das ja die gute. Ja, ist sie, perfekt. Ein Gerüst hochzuklettern ist schön und gut. Mal sehen, wie ihr euch im Freien schlagt. Zur Spitze des Turms, ja? Bin in einer Minute zurück. Ja, hüpfen und springen. Und den Turm so schnell wie möglich mit Hilfe des Klettersprungs erklimmen. Mach mal. Den Turm. Oh Gott, auch noch mit Zeitlimit. Ja, das klappt gut. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da einmal rüber. Da ist nix. Ich meine, wir haben relativ viel Zeit. Das war knapp. Würde ich zumindest sagen. Da oben müssen wir hin. Das ist gut. Das ist nämlich dann auch gleich der nächste Aussichtspunkt. Ja, perfekt. Das klappt ja super, sagte er und fiel runter. Nein, nicht ganz. Okay, da kommen wir nicht dran, aber da müssten wir dran kommen, oder? Nein, da kommen wir auch nicht dran. Dann gehen wir halt rum. Aber zeitlimittechnisch hätte ich mir das jetzt schlimmer vorgestellt. Das geht ja tatsächlich noch. Kann ich hier nicht einmal doch, genau. Ich würde gern, wenn ich schon mal da oben bin, dann will ich ja direkt das synchronisieren. Bei 3 Minuten noch was 8, 3 Minuten noch was Restzeit, genau 28, sollte das wohl kein Problem sein. Und dann sprechen wir mit ihr. Und? Sieht aus, als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. Und wir haben die Mission auch geschafft. Sehr schön. Gucken wir mal, ob denn hier vorne jetzt noch eine Mission ist. Ja, dann haben wir auch mal direkt eine da. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Okay, die ist wahrscheinlich irgendwie oben. Ganz oben? Schauen wir mal. Bisschen weiter hoch kommen wir hier noch. Ah ja. Bentrovato, Ugo. Was gibt es denn? Ihr und Rosa konntet vom Sirte entkommen. Die anderen hatten weniger Glück. Emilio schnappte sie und nun erwartet sie die Hinrichtung. Wisst ihr, wo sie festgehalten werden? Sie sind noch in diesem Bezirk, aber genauer, nein. Ihr müsst nach ihnen suchen. Ich bringe eure Brüder schon bald hierher zurück.
Alles klar. Die nächste Mission heißt Ausbruch, die Diebe befreien, die Emilio gefangen hat. Machen wir. Okay, das sind ein paar Stellen. Ich guck mal gerade auf die Karte. Fangen wir da oben einfach mal an. Das ist sowieso quer verteilt. Okay, das war nicht so klug, aber naja, halb so weit. Ich glaube, wir gehen besser hier lang. Hau ab, Fesso. Was das auch immer heißen mag. Ich mag es eigentlich nicht, wenn Leute mich bedrohen oder blöd anmachen, die mich nicht, wo ich nicht verstehe, was sie sagen. Kein Wunder, dass ihr Meister sich versteckt. So, dann schauen wir mal, dass wir an den... Wo ist Emilio? Ich werde diesen Müll gern los. Okay, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir hier am geschicktesten herunterkommen. Ah. Ach so, die gehen jetzt. Ah, schön geskriptet. Ja, das sieht aus wie... Entkommst du mir nicht? Okay, die hauen dann auch direkt jetzt ab. Folgt mir nach. Die Diebe zu Ugo eskortieren. Okay. Zwei weg. Drei weg. Mir nach. So, alle weg. Vier Verbündete, einer muss überleben. Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzuholen. Alles klar. Müssen wir nur eine Gruppe davon holen. Dann klettern wir mal hier hoch. Oh, da habe ich das erste Mal den Sprung verkackt. Das nehmen wir mal gerade ab. Wenn wir schon mal dabei sind. Die müssten ja eigentlich alle hochkommen können, oder? Da ist Nummer 1. Hui, tun wir es. Achso, das war der Checkpoint. Sorry. Weiß nicht, was heute wieder los ist. Mit dem Hustenreiz, beziehungsweise dem Gefühl, dass ich irgendwas im Hals habe. Du hältst den Mund. Oh. Gut, dass... ja. Gut, dass er schwimmen kann in dem Teil. Also das Altair konnte ja nicht schwimmen, aber Ezio kann Gott sei Dank schwimmen. Das ist ja ein bisschen zeitmäßig später, daher... Es gab wohl noch nie einen Mann, der es mehr verdient hätte. Die teuflische Kunst von Maestro. Was war denn da hin? Aber erst müssen wir... Okay, also ich glaube, mein Plan, die Folge mal ohne Überlänge zu machen, der geht nach hinten los. Weil das, glaube ich, können wir vergessen. Noch ein Mal hat er schon mal gesehen. Was versteckt er? Aller loyaler Bürger, wenn ihr nicht zu schnell und ihn zur Strecke zu bringen. Ich sehe ihn! Da! Laju! Da! Da! Ergreift ihn! Ich habe es, euer Meister, jetzt. Bin hier. So. Oder Axel. Die machen wir auch einfach mal so platt, so gut es geht, und dann haben die einen Schiss und dann hauen die ab. Und dann können wir hier in Ruhe machen. Seguimi. Jedes Mal müssen wir mit denen wieder zurück. Ist aber schon ätzend. So. Den haben wir auch quitt. Oh, wo müssen wir denn hier lang?
Ja, okay, also es wird auf jeden Fall wieder länger. Das ist doch blöd, ey. Vorher hat das mit den Missionen eigentlich immer perfekt hingehauen oder relativ gut hingehauen. Entfernung zum Ziel. Wo sind die denn? Alter, haben die was getrunken oder was? Wo laufen die denn lang? Ach komm schon. Siehst du nicht? Lauf! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Okay, gegen den müssen wir nochmal kämpfen, aber oh Gott, ey, das wird von der Zeit wieder so mega lang im Vergleich. So unnötig, warum? Jetzt reicht es aber. Gut, so, dann machen wir uns jetzt auf den Weg doch noch hier wieder zurück zu ihm. Dafür müssen wir wieder da hoch, kennen wir ja jetzt mittlerweile. Das reißen wir wieder ab. Wie auch immer das da so schnell wieder hingekommen ist, aber naja. Und da mal wieder hoch. Kennen wir jetzt auch schon. Und dann warten wir, bis einer hier ist. Andiamo. Und dann machen wir uns noch auf den Weg zum letzten Punkt. Während wir gerade schon mal wieder fast 2 Minuten überziehen. Aber der nächste Punkt ist, glaube ich, schon hier, oder? Geh runter. So, einmal. Eure Verbrechen werden enden. Das Volk wird sich erheben. Oh, diesmal müssen wir kämpfen. Das hat diesmal nicht funktioniert. Die einfach so. Das Volk wird sich erheben. Die Nackte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach. Na, komm schon. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen werden. Hau die jetzt ab? Nein, die hauen nicht ab. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, er strebt nach Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. Eure Verbrechen. So, und der letzte. Das Volk wird sich erheben. Wenn du das hier überlebst, wird deine Hoffnung. Die Märkte gehören dem Volk. Emilio sagt, es ist eine Einheit. Aber was er wirklich will, ist Macht. So. Eure Verbrechen. Und nochmal einmal mit denen zurück. Aber ich glaube, das sollte einfacher gehen, weil wir können hier hochklettern. Und von da aus war das ja quasi nur geradeaus. Nein. Du hast jetzt nicht ernsthaft ein Problem da. Na gut, dann halt der kurze Zwischenweg hier. Was tut ihr denn hier? Da. Dich töten, das tue ich hier. Dankeschön. So, der fällt auch runter. Und die Diebe müssten ja eigentlich jetzt mit auf dem Weg sein, oder? Ah, da kommen sie, alles klar. Sehr schön, und dann haben wir wieder 5 Minuten überzogen, aber das geht ja dann noch. Beeindruckend. Ich hätte nicht erwartet, dass ihr so schnell seid. Ich gefalle gerne. Ich unterrichte Antonio über euren Fortschritt. Kommt später zurück. Ich habe noch einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Trefft mich bei den Docks, dann sage ich mir. Molto bene. Ja, und damit würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann ja morgen beim nächsten Part von Assassin's Creed 2 wieder. Bis dahin, tschüss!